Ich habe Durst und ich habe nur noch Leitungswasser. Aber ich möchte lieber was mit Zucker. Potsche! Alright. Okay, wir bauen ein Bild, was möglichst nah an mich rankommt. Perfekt. Bevorzugtes LKW-Design. Der sieht fresh aus. Firmenlogo. Das hier, weil bei uns geht's nur nach oben, Jungs. Das ist die Domo Logistik Company. Wait, hä? Oh mein Gott, das ist kein Platz mehr. Okay, dann machen wir Turbo und Söhne. Zulassen! Spiel vor. Alter, wo wollen wir anfangen? Wollen wir in Berlin starten? Alter, ich finde, wir starten in Berlin und fahren als erstes nach Stuttgart. Ja, ich möchte das Tutorial durchgehen. Oh! Willkommen im Eurotruck Simulator. Ja, yeah, hey, was geht, Bro? Was geht, Kumpel? Ehrlich, hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKW? Bro. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für ein LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Der Auftrag ist es, eine Ladung Graphitfett für BCP sicher zu Entladestelle nach Berlin zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Alright, let's go, Chat. Seid ihr ready für einen guten Autofahrer? Pussy, wer Tutorial macht. Uff. Ist der Motor kalt? Gib ihm 6,5. Nutze deinen zusätzlichen Controller, um den LKW in Bewegung zu setzen. Versuch doch mal einige Meter vorwärts zu fahren und halte danach. Dicker, ich verstehe nicht wie. Okay, warte mal, ich muss kurz in den Einstellungen gucken oder so. Oha! Jammer! Force, bla 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 bla. Schaltposition, Joy-Taste 8. Okay, ich probiere es einfach mal aus. Wir drücken einfach mal alle Tasten. Okay, jetzt! Watch this! Oh! Let's fucking go! Alright, was haben wir hier? Aha. Okay. Ha, wie viele Ansichten, Alter. Mehr Ansichten als bei Pornhub. Real Talk. Okay. Wenn mein Graphitfett nicht bald in Stuttgart ankommt, raste ich aus. Es tut mir leid! Ich beeil mich ja! Blinker links, Blinker rechts. Oh, shit! Das ist so dope. Es wird Zeit, dass du deine Lieferung machst. Verwende den Route Advisor, damit du weißt, wo du dich befindest. F1. Alles ist richtig eingestellt und betriebsbereit. Alright, let's go, Chat. Let's go. Aber ich kann keinen Schulterblick machen. Wow! Okay. Ups. Ups, wir haben ein bisschen die Wand gerammt. Ah, wir hängen irgendwo. Warte mal. Wait, what the fuck? Hallo? Warum fahren wir denn nach hinten überhaupt? Okay. Wir fahren da lang. Fuck it. Soll Navi neu berechnen, Dicker. Bruder, die Karre fährt ultra langsam. Oh, jetzt. Oh, jetzt zieht er. Alter, jetzt zieht er, Chat. Wow. Oha, Fernsehturm da. Wow. Moin. Digga, der Typ vor uns fährt wie eine Mutti, Alter. Oh, wir hätten abbiegen müssen. Fuck. Wir hängen. Fuck. Okay, wir fahren doch außen rum.
Dreieck Karlsruhe Unfallstelle geräumt. 12 Kilometer Stau. Danke, Bro. Hallo! Wo ist Jube? Digga! Schmutz! In die Top 10 von der 11 gekommen. Harry Styles und Watermelon Sugar. Hören wir gleich natürlich mal rein. Kommen Sie gut ins Wochenende. Digga, nur Hundesöhne gerade auf der Straße. Bro, irgendwie komme ich noch nicht so ganz mit der Bremse klar, Chat. Wie soll ich jetzt die Ampel sehen? Das Spiel. Er fährt einfach zurück. Hey, what? Du hast die ganze Zeit die Handbremse drin, du PPG-Punkt leer, das Ding. Hä, wo fahr ich denn hin? Doch. Wie mach ich die raus? Okay, ich bin gerade mega lost. Wir verfahren uns gerade mega, Chat. Wir müssen jetzt einen übelsten Umweg fahren, glaube ich. Oh, rot, Freunde! Fuck. Mein Fahrlehrer meinte, man kann den Führerschein nicht illegal käuflich erwerben. Ich glaube, der hat mich angeflunkert. Ich bin gar drin. Danke für die drei. Ich fahr gut, Jungs. Shut up. Du fährst einen LKW, keinen Smart. Pull beim Abbiegen weit aus, damit du es um die Kurve schaffst. Mach ich. Schau, easy. Barry! On a summer evening. Wollt wieder mal Theorie prüfen, verkackt Baby Hands und dann muss ich mir das geben, Lou. So 50. Kann man in dem Game geblitzt werden, Chef? Rote Ampel. Macht ihr bitte ein großes A auf der Fantasy 8. Los, Papa Kev. Als ob die Anjos genau in dem Moment kommen. Das ist doch fucking rigged. Watermelon Sugar High. Hallo. Was denn für Überfall an der roten Ampel? Die war grün, du Hund. Es hat mir überfahren, rote Ampel, Dicker. Want your belly and a summer feeling. Okay, hier müssen wir rein. Bro, irgendwie rollt der immer so ganz kurz. Wenn ich vom Gas gehe, ist er so einen Meter später schon wieder am Stehen. Das ist nicht realistisch. Whoop. Whoops. Irgendwas wackelt hier. So. Alright. Eingabe. Aha! Wo willst du die Ladung stehen haben? Sorry, bin gerade in Eile. Überspringen. Auf Nummer sicher gehen. Keine Ahnung, das hier gibt am meisten XP. Um das Parken des Aufliegers zu überspringen und. Wait, hä? Ich wollte's machen! Also, es gibt auch ein Geschwindigkeitslimit, falls es dir aufgefallen ist. Wait, what? Zum Glück gibt's sowas im Real Life nicht, lul. Meint ihr mit ein großes A auf das Tank des I8? Warum? Das ist deine Firmenzentrale. Fresh! Eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes. Weil da hast du nichts, was du dort abstellen könntest, deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Okay. Schnelle Aufträge, was haben wir? Oh, wir könnten Blumenkohl nach Dresden fahren. 4000 Euro. Dit nehmer. So. Wait, hallo! Warum fährt er? Er fährt automatisch rückwärts! Ah ja. Ich muss aufs Gaspedal treten. Ich fahre gerade einen Truck. Woo! Fahrmeldung: In Berlin fährt ein geisteskranker LKW-Fahrer durch die Straße. Es liegt unfassbar viel Graffitfett auf der Straße. Der Fahrer scheint stark alkoholisiert, als hätte er sich gestern auf einem Boot so dermaßen einen hinter die Binde gekippt. Good one. Danke für die 3 Euro, Bro. Ich weiß nicht, darf man mit... Oha, hier ist 100! Freunde, es wird geballert! Sorry. Kurz mal stehen bleiben, Klassiker. Andreas Schubert würde sich im Grab drehen bei deinen Fahrkünsten, Lel. Ich hab keine Ahnung, wer das ist, Bro. Wer ist das?
Bro, Alter, das Ding kommt auch gar nicht aus dem Knick. Hallo! Mann! Digga, pass auf, wo du hinfährst, du Knilch. Digga. Oha, wir hören ja sogar Dresden. Wir fahren Richtung Dresden. Oh, sorry. Sorry, ich muss kurz was fixen. Jetzt können wir weiterfahren. Ich verstehe nicht, wie sich immer automatisch der Rückwärtsgang reinmacht. Was denn für Unfallversuch? Mann! Dicker! Gib Gas, mach ich! Ah! Ich muss zweimal Gas drücken. Ah! Ah! Zweimal Gas, dann kann ich gerade nach vorne fahren. Okay. Bruder, was? Du willst mir sagen, der komische Betonmischer da kann 500 fahren oder was? Aber meine Rostlaube hier kommt nur 50? Selbst die Unjust überholen uns! Was denn das für eine Blechbüchse hier? Digga! Alter! Frech! Naja, ihr coolen Kids mit euren Pussy-Autos. Coole rote Familienkutsche. Pussy. Okay, lass uns hoffen, dass kein Blitzer kommt, Chair. Wir fahren 10 km/h zu schnell. Du kannst auch über 90 scheißen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, mehr als 90 km/h schafft die Karre nicht. Doch, aber wie? Mach den Geschwindigkeitsbegrenzer aus. In den Einstellungen? Sei mal ruhig, ich will den Song genießen, Kappa Pepille. Oha, warte mal, Chef, wir stellen was ein, da können wir ein bisschen mehr ballern. Moin Meister, kick dir die Scheiße hier mal eh. Muss dazu, dass man mit auf der Autobahn steht bleibt. Oh, ich bin mir da nicht jetzt, so sicher. Alter. Einfach nur los. Ja, Bruder, selbst so ein Rentnerbus überholt uns, wie lame. Oha! Oh ja! Oh ja! Wie schnell kann so ein LKW fahren? Ich habe keine Ahnung. 100? Meldung vom Verkehrsdienst von der A14 Nossen Richtung Leipzig zwischen dem Dreieck und Nossen Norden. Ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Hier besteht außerdem Aquaplaning. Gefahr, fahren Sie bitte vorsichtig. Oh nein, Aquaplaning! Monka F! Zwischen bin der Fahrer des gelben Betonisches. Musste schnell zur Baustelle. Sonst verprügelt mich mein albanischer Chef. Oh mein Gott, Dude! Nichts gegenüber der Vorwoche auf der 4 geblieben ist. Mark Foster mit seinem nicht heute, nicht morgen. Jetzt hör doch Mark Foster, Alter! Er hat diese Oma-Kurve vor mir und jetzt hör mir Mark Foster, schau dir, Alter. Es ist bestimmt schon. Digga! Nee, Alter. Wait, du spielst da mit den Feeds? Dann spielen ja meine favorite YouTuber und Streamer zusammen. Pog. Und du bist auch dabei. Wen? Du spielst nachher mit den Pits? Dann spielen ja meine favorite YouTuber und Streamer zusammen. Profis, du bist halt auch dabei, Kap. Bro, mach nicht den, Digga. Rip Andreas Schubert. Schau dir mal an, wer das ist. Verkehrsmeldungen, ein alkoholisierter LKW-Fahrer hat auf der Autobahn Richtung Dresden einen Unfall verursacht. Der Lastwageninhalt ist cool und ist auf der ganzen Autobahn verteilt. Laut unseren Journalisten vor Ort schreit der Lastwagenfahrer löscht dich. Bro. Was sagst du dazu, dass Peters einen Vertrag bei Volksmobil unterschrieben hat? Schon krass, oder? Wer ist Peters? Wo? Oh mein Gott, das ist so eng, holy shit! An alle, die einen Führerschein machen, schläft euer Fahrlehrer auch immer neben euch ein? What the fuck? Ja? Hä, seid ihr dumm? Jetzt for real? Ich weiß nicht, wie fährt man irgendwie so? Auf chillig mit einer Hand? Der Prüfer auch, what the fuck? Oha, der wird ganz schön schnell gerade. Wir sind bei 120. Leute. Ich tue es mal allen gefallen und halbiere die Lautstärke von dem Schmutz.
Okay, gleich die nächste Abfahrt müssen wir, glaube ich, runter. Ach, guck mal, wir sind sogar nur 5 km zu schnell, Jungs. Müssen wir hier schon runter? Ach, Dicker! Mann! Oh, safe! Oh, oh, safe! Safe! Damn, son, where'd you find this? Koppel den Scheißhänger ab. Dann geht das auch schneller. BS, das Ding soll ein Turbo haben. Bruder, also wenn ich den Hänger abkuppel, dann nehme ich den Hänger doch nicht mit. Ist das nicht meine Aufgabe, den Hänger mitzunehmen? Jo, hab vor 8 Jahren Führerschein gemacht und mein Fahrlehrer hat die ganze Nachfahrt gebannt. Er meinte, ich soll bis zum Flughafen fahren. War aber schon auf dem Rückweg, als er wach wurde. For real? Ich glaube, du verstehst diese Stock-Car-Crash-Challenge falsch. Digga, ich fahr komplett gut. Bitte Ruhe, ich möchte die Ansage hören. I love you, baby! Oh! Sag mal! Wusstest du, dass bei dunkelhaarigen Lastwagenfahrern mit Brille die Jungfräulichkeitsrate bei über 150% liegt? Ach ja, und schätze ich lieber euch alle kleiner als 3. In ein paar Wochen vor Gericht. Richter fragt, wie schnell waren Sie auf der Autobahn? Kevin, ja. Ne, mal am Ernst, Meister. Freue mich, dass du nun eine Denkkarte hast. Wird bestimmt super Content in der Zukunft. Safe, safe. Einfach los, dieser Kevin. Okay, Chad, wir machen es jetzt so wie ich im Real Life. Wir tun so, als wenn wir links abbiegen. Ah, fuck! Ah, ich wollte die so überholen, aber es hat nicht funktioniert. Ah, shit. Wait, what? Wusstest du, dass bei dunkelhaarigen Lastfahrern mit Brille die Jungfräulichkeitsrate bei über 150% liegt? Bro, das ist ganz schön gemein. Ging ein bisschen schneller, Jungs. Wir sind nicht bei Rot rübergefahren. Die Ampel war grün. Drück mal die 1. Oha, wir haben sogar 2 Lachseiten dran. Schaue ich gerade einen möchte gern Harry Potter an einem Freitagabend beim LKW-Simulator fahren zu? Freunde, wir sind da! Was ist bloß aus meinem Leben geworden? Wir sind da, Chap. Da drüben ist es. Basti ist stolz auf dich. Bro, ich muss wirklich sagen, es ist echt cool, dass ich so ein Lenkrad geschenkt bekommen habe. Ich hätte mir das nie selber gekauft. Aber es ist fucking awesome, Bro. So, warte mal, wir müssen jetzt hier vorne rein. Ah, da, ich sehe schon. Okay. Ah, wir machen mal so eine kleine Blume, würde ich sagen. So, und rum. Moin! Bin ich zu weit? Ah ja. Sorry, bin gerade in Eile, machen wir das. Alright. Nice! Chad, wir haben unser erstes Cash, dude! 4000 Euro! Easy money, dude! Pork!